zum Wetter. Da kommen wir der Sonne immer näher, Alexander Wiedebrand. Ja, hast du schön gesagt. Guten Morgen. Guten Morgen. Also wir kommen der Sonne immer näher und heute versteckt sie sich wirklich hinter dichten Regenwolken. Es ist wirklich ein sehr, sehr wechselhafter Tag. Nordrhein-Westfalen hat jetzt schon den leichten Regen die ganze Zeit und heute Nachmittag sind dann doch die meisten großen Städte wirklich im Regen, in den Niederschlägen, weil es zieht noch mal was auf von Westen nach Osten und die Warmfront ist, wie angesprochen, schon da. Das Ganze hängt zusammen mit Tiefdruckgebieten, die noch immer verantwortlich sind für unser Wetter. Und zwar heute ist es dieses Tief hier über der Nordsee und da kommt so ein kräftiger Schwung mit sehr feuchter Luft und sehr dicken Wolken dann aus dem Westen in unsere Richtung. Wenn Sie sich im Osten befinden, das zeigt dann auch die nächste Karte, müssen Sie noch den Vormittag ausnutzen. Hier haben wir doch relativ viele trockene Abschnitte noch. Auch München und das südliche Bayern könnte den ganzen Tag über trocken bleiben. Aber der Rest bekommt diesen ganzen Schwung dunkle Regenwolken. Und gerade dort, wo die orangen Bereiche sind, dort gießt es dann auch zeitweise mal etwas kräftiger oder für mehrere Stunden. Und dann erst später lockert es auf, aber dann sind auch einige Schauer dabei. Die nächste Karte zeigt dann, wie das genau aussehen wird. Vor allem im Westen werden die Gewitter auch mal etwas kräftiger sein. Sturmböen könnten sich dann am Nachmittag bis ganz runter mischen. Also wenn Sie hier mit dem Fahrrad unterwegs sind, wirklich aufpassen. Oder in den engen Gassen oder in den Straßen könnte dann der Wind nochmal so einen zusätzlichen Schwung bekommen. Achten Sie also drauf, wenn die Gewitter dann da sind. Die nächste Karte zeigt die Temperaturen. Am 9 bis 19 Grad, 18 Grad in München, also hier zeitweise wirklich noch mal ganz nett. 15 Grad in Berlin und 15, 16 Grad auch in Nordrhein-Westfalen. Dann kommt schon der Freitag. Da beschränken sich dann die leichten Regengüsse auf den Westen und auf den Norden. Am Samstag kommen wir dann der Sonne immer näher. Also es wird immer freundlicher und immer wärmer. Wie es mit dem Saharasand ablaufen wird, das wissen wir noch nicht ganz genau. In 2 bis 7 Kilometern Höhe kommt man noch mal so ein ganzer Schwung Sand mit. Der könnte dann den Sonnenschein etwas trüben. Aber trotzdem vor allem der Samstag wirklich ein sehr freundlicher und ein sehr warmer Tag mit Temperaturen so bis 25 Grad für die meisten von uns. Guck mal, bis zu 30 Grad kriegen wir da schon. Das ist ja unglaublich. Ein absoluter neuer Rekord für Das sind ja wirklich August-Temperaturen hier. Meine Güte. Aber ich freue mich ein bisschen drauf. Dankeschön. Bitte. Versucht ihr das jetzt nicht kaputt zu reden, was das bedeutet? Bitte nicht, bitte nicht. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.